So, willkommen zum dritten Teil des Japansägenprojektes. Wir machen heute den Schrank fertig. Die Teile sind ja furniert, habt ihr in den ersten beiden Teilen gesehen. Da habe ich ja über das Furnieren gesprochen. Und jetzt finalisieren wir. So, in den ersten beiden Teilen haben wir ja über das Furnieren geredet. Hier sind die Seitenteile, wir haben Multiplex furniert. Guckt euch die ersten beiden Teile an, da rede ich ja über zwei verschiedene Furniervorgehensweisen. Einmal über die Pressmethode, einmal Bügeleisenmethode. Und heute wollen wir jetzt einfach das Thema zusammenbauen. Und dazu wollen wir jetzt hier erstmal in die Seitenwangen eine Nut einlassen. So, und diesen Zwischenboden, der soll hier Platz finden. Das heißt also, wir werden den hier einlassen in diese Wange. Und wir werden hier eine Nut setzen, denn wir haben ja auch diese Rückwand furniert. Und diese Rückwand, die wollen wir hier einlassen. Also die soll quasi so hier drin stehen. Dazu braucht es diese Nut. Und wir brauchen die zweite Nut, um einfach diesen Zwischenboden da reinzumachen. So, der wird also da eingelassen, 5 mm. Jetzt messen wir einfach mal aus, wie weit oder wie groß diese Schublade sein darf oder sein soll, unter Berücksichtigung, dass hier die große Japansäge, meine Ryoba, Platz findet. Den Aufbau ist, glaube ich, jedem klar. Wir machen das mit der Führungsschiene, ist logisch. Wir fräsen hier die Nut mit der Führungsschiene ein. Und dazu habe ich einfach diese Klemmen hier verwendet, habe die beiden am Tisch festgeklemmt. Da gibt es ein Video dazu, verlinke ich dir oben. Guck dir das mal an. Relativ einfach, du hast gesehen, das sind einfach nur Vierecke, die man hier ansetzt mit so einem Bolzen und dann eben mit einem Keil das Ganze verspannt. Also das ist ganz, ganz simpel. Guck dir das Video an. Was wir jetzt machen ist, wir stellen die Tiefe ein. Das heißt, wir wollen ja 5 mm ins Material eintauchen. Das heißt auch, dass wir erstmal den Fräser aufsetzen. Ich habe also jetzt hier einen 16er Fräser, den muss ich versetzen. Wir setzen den Fräser auf der Platte hier und stellen entweder hier über den Tiefenanschlag die 5 mm ein, das kannst du machen, oder du nimmst einen Bohrer und packst den hier an diesem Revolveranschlag zwischen deinem Tiefenstopp und diesem Revolveranschlag einfach diese 5 mm, diesen Bohrer da rein, und damit hast du auch die Tiefe. Ja? So, wir nehmen die Tiefe jetzt aber beim ersten Schritt nicht komplett, sondern wir fangen erstmal mit 2 mm an und gucken, wie die Oberfläche wird. So, Oberfläche zeige ich euch mal ganz kurz. So, dass ihr seht, wie diese Oberfläche wird. Die wird also wirklich gut. Die Kanten sind scharf. Alles ist soweit perfekt und jetzt arbeiten wir uns in die Tiefe vor. So, die Tiefe von 5 mm haben wir jetzt erreicht und jetzt müssen wir seitlich versetzen, um die 19 mm zu erreichen. Also keine 18 mm mehr, sondern wir haben ja hier 18 mm Multiplex. Und links und rechts Furnier drauf, macht bei mir insgesamt 19 mm. Die passen da jetzt noch nicht rein. Die müssen wir jetzt seitlich versetzen. Und das machen wir, indem wir hier diesen Anschlag öffnen und hier versetzen. So, und so sieht es jetzt aus, wenn es sauber eingefräst ist. Ihr seht, also das geht wirklich richtig cool da rein. Hat eigentlich keinen Spalt und sitzt sauber, und das wird jetzt verleimt. So, also, und jetzt müssen wir
diese Länge ermitteln, denn dieses Brettchen ist ja länger geblieben. Ihr seht es auch gleich, wenn ich jetzt hier dieses Teil hier dran halte. Das ist ja der Boden, ja, der ist jetzt hier einfach kürzer. Das heißt, wir kürzen jetzt dieses Blättchen ein oder diesen Zwischenboden, den kürzen wir jetzt ein. Und wie machen wir das? Das ist ganz einfach. Wir setzen jetzt erstmal diese Teile, die sind ja auf Gärung, und die setzen wir jetzt zusammen. So. Und jetzt werden wir die auch zusammenspannen. Und dann nehmt ihr einen Rahmenspanner dazu. Leute, wenn ihr keinen Rahmenspanner habt und ihr wollt irgendwelche Schubladen oder irgendwelche anderen Dinge, die einfach wie so ein Rahmen sind, wenn ihr die zusammenbringen wollt, dann braucht ihr so einen Rahmenspanner. Besorgt euch da einen, der Sinn macht. So. Jetzt haben wir überall gleich. Und jetzt ziehen wir ganz langsam an. Durch die Gärung richtet sich das einerseits aus. Das messen wir aber auch gleich nochmal nach. Und wenn ihr hier die Kanten anfasst, die sind wirklich super bündig. Also die sind wirklich richtig auf Kante. So, das zieht er leicht an. Also sozusagen trocken zusammenbauen. So, hier passt alles. Und was wir jetzt machen ist, wir messen jetzt einfach ganz kurz den Winkel nach. Der lässt sich ja dann nochmal korrigieren. In dem Moment, wo ihr hier einfach mit der Zwinge dran geht und nochmal ganz leicht drückt, damit könnt ihr den Winkel ganz leicht korrigieren. In meinem Fall passt es aber super. Jawohl, wunderbar. Ja, und jetzt messen wir einfach diesen Abstand aus und das ist die Länge des Brettchens. So einfach ist es. Der Zwischenboden muss dann eben auf diese Länge abgelenkt werden. In meinem Fall. Na, was ist los hier? In meinem Fall ist das 28,85. So, das lassen wir im gespannten Zustand. Die Ecken müssen sauber sitzen. Das müssen wir einfach trocken nochmal kontrollieren. Wenn die sauber sitzen, dann wird es auch hinterher in dieser Position gespannt. Jetzt längen wir diesen Zwischenboden ab und dann müsste der eigentlich hier reinzuschieben sein. So, und so sollte das Ganze passen. Wenn diese Fugen hier auch alle noch dicht sind, was sie sind, und hier haben wir auch eine dichte Fuge, oder das geht saugend rein, also wirklich ein bisschen mit ganz leichtem Druck müsst ihr das da reinsetzen, dann ist es genau richtig. So, was machen wir jetzt? Jetzt werden wir die Nuten fräsen hinten für die Rückwand, und wenn die drin ist, dann kümmern wir uns um die Schublade. So, die Nut bzw. den Falz, beides sind ja Möglichkeiten, wie ihr eine Rückwand einlasst. Das machen wir natürlich in der Tischfräse, ist klar. Und dazu gibt es zwei Möglichkeiten oder zwei Fräser auch. Ja? Also ich habe hier einen Scheibennutfräser. Da fehlt jetzt noch eine Spindel, da müsst ihr noch eine Spindel rein. Aber das ist ein Scheibennutfräser, der wird hier aufgespannt. Und dann könnt ihr quasi hochkant mit dem Teil vorbeifahren und könnt eine Nut einfräsen. Oder ihr nehmt einen Falzfräser. Ich habe hier einen 12er, einen Falzfräser mit einem 12er Schaft, so wollte ich sagen. Und mit diesem Falzfräser werde ich aber einen Falz hinten einfräsen. Das ist genauso die Möglichkeit, hier die Rückwand einzulassen.
So, in den Korpus müssen wir jetzt nur noch den Zwischenboden einleimen. Das machen wir jetzt. Und dann habe ich mir hier 4 Plättchen zurechtgeschnitten. Das ist Massivholz, Nussbaum. Und das werden die Werkzeugträger werden. Das heißt also, hier wird, werden diese Träger auf der Rückwand in solchen Abständen aufgeleimt werden. Und so muss man die irgendwie ausrichten. Es sollen 4 Sägen darin Platz finden. Das heißt, die Säge selbst wird dann so angelegt und hier mit einem Magnet, also hier wird dann ein Magnet eingearbeitet und an diesem Magnet wird dieses Sägeblatt einfach haften. Mehr passiert dann nicht. Die fällt nicht raus, kommen 2 Magnete rein, ist stark genug. Aber jetzt leimen wir erstmal den Zwischenboden ein und dann machen wir uns an diese Werkzeugträger. So, der Zwischenboden ist drin. Hier haben wir es bündig. Das verschleifen wir nachher noch mal ganz leicht, damit wir hier wirklich keine Überstände haben, kein gar nichts. Hinten auf der Fläche ist es eben. So, und jetzt können wir im Grunde genommen auch hinten schon mal probieren, ob der Zwischenboden oder der, nicht der Zwischenboden, sondern der Boden reingeht. So. Der wird quasi hier hinten nur eingesetzt und dann klassisch genagelt, ja, also mit Nägelchen zugemacht oder angebracht. So, jetzt kümmern wir uns um die Werkzeugträger. Diese Werkzeugträger, ich habe ja 4 Stück, diese Werkzeugträger bekommen jeweils 2 Magnete, das auch stark genug ist. Und diese beiden Magnete, die setzen wir hier so in, ja, in dem Abstand ungefähr in die Mitte. Und ja, die bohren wir ein. Die haben 10 mm Durchmesser. Die werden eingebohrt und mit einem 2K-Kleber werden wir die einsetzen. Und so sieht das Stück jetzt aus. Zusammengebaut, auch die Rückwand ist jetzt drin, die ist eingenagelt worden. Die sind lediglich mit 20 mm Nägeln versehen. Ich habe mir so eine French-Gliedleiste von dem anderen Werkzeugträger abgebaut, den ich nicht mehr brauche. Von daher auch diese beiden Löcher, die da drin sind, habe sie da rangesetzt. Und wie gesagt, es ist passgenau, ist die Rückwand da eingesetzt worden mit den Nägeln. Ich zeige euch das mal. So, schaut mal hier. Wir haben hier wirklich das Ganze passgenau rundum. Ja, also ihr seht, das passt optimal. So kann die Rückwand, wenn sie denn arbeiten würde oder möchte, noch arbeiten. Also so ein ganz leichter Spalt ist drin. Das ist aber auch gewollt so. Der Falz ist ja auch groß genug. Und die Rückwand könnte arbeiten, wenn sie möchte. So, was wir jetzt machen ist hier eine Schublade noch. Und diese Schublade, die machen wir relativ einfach. Wir machen Multiplex-Körper und machen vorne aber eine besondere Blende dran. Und die zeige ich euch kurz. So, dazu habe ich mir ein bisschen was vorbereitet. Also aufgeschnitten, selbst aufgeschnitten. Das ist ein Apfelholz. Und dieses Apfelholz, das habe ich bei uns auf der Wiese, auf der benachbarten Wiese gefunden.
Das war gerade so lang oder so lang. Das waren zwei Stücke. Und diese beiden Stücke habe ich getrocknet. Bei uns im Heizraum. Klar, es ist natürlich auch ein bisschen verworfen, das Ganze. Hier, da geht's wieder nicht. Das ist ganz stark. Und da machen wir jetzt die Blende dazu. Also der Körper als solches, der Schubladenkörper wird Multiplex werden. Und die Blende machen wir aus Apfelholz. Und das hobeln wir uns jetzt mal zurecht. Ich hoffe, dass dann noch ein Stück übrig bleibt, was man auch verwenden kann. Und ja, es ist ein besonderes Holz, ihr seht's. Ja, es ist ein besonderes Holz mit einer schönen Maserung. Und diese Maserung, die möchte ich gerne vorne als Frontblende haben. Und die hobeln wir jetzt aus und dann, ja. Und so sehen die Teile jetzt aus, die ich jetzt vorbereitet habe für die Schublade. Das ist 12 mm Multiplex. Und wir werden Multiplex und dieses Massivholz, diesen Apfel, werden wir kombinieren. Beides ist quasi, hat die gleiche Stärke. Also Apfel hat 12 mm und das hat 12 mm. Und das Ganze hat dann hier noch einen Falz bekommen. Also wir haben hier noch einen Falz dran gemacht. Und in diesen Falz wird der Boden eingelassen. Und das ist eigentlich alles. Hier 45 Grad, eine Gärung und jetzt verleimen wir das Ganze. Währenddem das Ganze jetzt trocknet, schneiden wir uns jetzt den Boden zurecht. Maße entnehmen wir direkt an der Schublade selber. Und ja, und dann wird der eingenagelt, so wie die Rückwand letztendlich im Korpus auch. Und so sieht der Schrank jetzt eingeräumt aus, mit den Sägen drin, hier die Schublade. Ihr seht, diese Kombination aus Multiplex und aus Massivholz vorne als Front funktioniert wirklich wunderbar, also optimal. So, geölt sieht es auch dann nochmal ein bisschen eindrucksvoller aus. Die Maserung kommt viel besser zur Geltung oder beziehungsweise dieses Bild hier kommt viel besser zur Geltung. Und ja, also ich kann euch nur sagen, das Ding sieht echt riesig aus. Ich zeige es euch mal von der Nahaufnahme. So, hier seht ihr das Ganze nochmal in der Nahaufnahme. Ja, also der Schrank, der hat wirklich was. Ja, es muss nicht immer Massivholz sein. Es kann auch hier mit dieser Technik, die ich euch gezeigt habe, mit diesem Furnieren, das ist relativ einfach. Könnt ihr was Schönes bauen mit Multiplexplatten, ganz einfach, ja. Und damit habt ihr den Vorteil, dass ihr keine Abrichte braucht. Ihr müsst nichts gerade machen, in Anführungszeichen gerade machen, aus einer Bohle heraus, so meine ich das. Sondern es ist schon alles gerade. Ihr müsst nur zurechtsägen, ihr müsst furnieren und das war's. Und dann kriegt ihr auch so einen schönen Schrank. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben, ich freue mich über ein Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder und dort wird es wieder ein sehr interessantes Projekt geben. Seid gespannt und bleibt dabei. Bis dahin, macht's gut. Servus.